Hallo, ich bin Ennis und lungentransplantiert. Ich kann zwar nicht reden, aber das übernimmt mal meine Mutter für mich. Ich kam mit einer Zwerchfellhernie und Herzfälle auf die Welt. Trotz aller Komplikationen, auch schon während der Schwangerschaft, wollten meine Eltern unbedingt, dass ich das Licht der Welt erblicke. Anscheinend haben sie schon geahnt, was sie hier für ein Sonnenschein erwartet, mit all seinen Problemchen. Trotz allem schweren Start in meinem Leben habe ich ihnen immer ein glückliches Lächeln geschenkt und sie wussten, sie müssen weitermachen. Nach 7 Monaten Krankenhaus war ich endlich zu Hause und konnte alles kennenlernen. Schnell habe ich die ganze Welt erkundet. Doch leider entwickelte sich ein Lungenhochdruck und mit 1,5 Jahren bekam ich einen Luftröhrenschnitt und war auf ein Beatmungsgerät angewiesen. Nichts ging mehr ohne dieses Gerät. Doch mit meinen 1,5 Jahren habe ich gelernt, auch damit umzugehen. Mit meiner charmanten Art habe ich meine Pflegekräfte immer um den Finger gewickelt. Als meine Eltern merkten, es geht nicht ohne Beatmung und es wird nicht besser, wurden sie in Hannover in der MHH vorstellig. Und sieh da, ich durfte trotz, dass ich noch keine 3 Jahre alt und noch so klein war, auf die Transplantationsliste für eine neue Lunge. Das passende Organ wurde gefunden. Am 14.05.2013 war mein neuer Geburtstag. Trotz aller Startschwierigkeiten nach der Transplantation konnte ich endlich mit 3 Jahren anfangen zu laufen. Danach ging alles sehr schnell. Ich wurde nicht müde, die Welt zu entdecken und überall sein zu müssen, als müsste ich die Zeit, die ich verloren hatte, wieder wettmachen. Ob klettern, Trampolin springen, bis in die Luft schaukeln, Urlaube am Meer, Karnevalsumzüge, alles war einfach unbeschwert und frei. Im Mai werde ich 11 Jahre alt. Leider kämpfe ich nun seit circa einem Jahr gegen eine chronische Abstoßung. Trotz allem liebe ich mein Leben und bis jetzt war es trotz aller Umstände und vor allem die letzten Jahre sehr schön. Mal sehen, was in der Zukunft noch geschehen wird. Hauptsache, meine Eltern begleiten mich. Ich möchte mich hier auch im Namen meiner Eltern für den unermüdlichen Einsatz aller Ärzte, Krankenschwestern, Pflegern bedanken. Ihr macht mir aus dieser schönen Welt eine noch viel schönere Welt. Liebe Grüße, euer Ennis.